Herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir momentan vor dem Mysterium des Diebstahls stehen. 2 Tonnen Gold wurden entwendet. Die Frage ist natürlich nur von wem, wieso, warum. Also warum, gut, das ist easy. Wir nehmen mal mit, was hier noch übrig ist. Die wenigen Sachen. Dann können wir nämlich den auch noch ein bisschen beklauen. Ich hoffe, der ist uns da nicht allzu böse. Er wird es ja wahrscheinlich auch nicht anders machen. Sind wir mal ganz ehrlich. So, wir haben noch einen Zeugen, den wir befragen können. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der sehr... gut, dass er uns nicht angreift. Hey, Bart! Hey, Bart. Hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Es dauert so lange, bis der redet. Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Okay, warum magst du Siggi so sehr? Das ist eine gute Frage. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Viel. Ja, du siehst nicht nach einem großen Denker. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Felsen. Felsen? Felsen interessant. Ich glaube, wir werden hier sehr viel erfahren über den Einbruch. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen. Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja, ja. Ja, ja. Bart hören. Wie... zisch, zisch. Das Zischen wie eine Schlange. Wo kommt das Zischen her? Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie... Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Vielleicht eine Zündschnur vom Bumm. Das Zischen. Woher kam es denn? Bart hören zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Also auf dem Klo? Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Wahrzeit. Zatsch weg. Bart jetzt nichts bewachen. Ich komme jetzt erst drauf, dass Zatsch Schatz heißt wahrscheinlich. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. 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 Das ist anstrengend. Ich bin froh, dass wir das Gespräch hinter... Bleib mal geschmeidig, Kollege. Auf keinen Fall das Schwert ziehen, das haben wir ja gelernt. Guck mal, da ist noch was. Skelette. Ich will gar nicht wissen, wer hier unten und wieso. Und wieso liegt ein totes Schwein? Rohes Fleisch. Ein paar Florinen. Und hier noch aus irgendeinem seltsamen Grund ein Strohhügel. So, hier kommen wir. Na, da kommen wir wahrscheinlich noch durch. So, erstmal natürlich wieder alles mitnehmen. Lalalala. Das Restliche, was nicht geklaut wurde, das nehmen wir natürlich an uns. Denn wir werden. Schnaps, Alkohol brauchen wir generell jederzeit. Denn wir wollen ja unsere Tränke wieder auffüllen. Und sonst war es das hier auch, ne? Im Großen und Ganzen. Da geht's noch rum, warte mal. Halt. So, wir müssen noch rausfinden, wo macht Bart denn hin. Also müssen wir das rausfinden? Ich weiß gar nicht, was wir rausfinden müssen. Wo macht Bart denn hin?
Das ist bestimmt, also meine Vermutung wäre hier, aber hier liegen Teppiche. Ich weiß nicht, ob der hier reinscheißt. Ich glaube nicht. Das sieht eher nach Schätzen aus. Der Explosion zufolge sind die Sachen alle nach innen geflogen. Das ist easy, zumindest das Gitter ist hier drin. So, und wir können hier gleich anfangen mit der Untersuchung. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Vielleicht konnte man so unbemerkt irgendwas Explosives da einführen. Ich speichere mal eben, weil ich möchte mal ganz kurz... Natürlich... Hat er gesehen. Und schimpft mit uns. Na gut. Dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Verdächtige Steine oder... Ah ne, das sind Pilze. Ja, ja. Da haben wir... Was ist das denn? Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Kam die Explosion vielleicht tatsächlich aus dem Rohr? Weil wenn es das hier in diese Richtung gefetzt hat und das andere Gitter in die andere Richtung, So, wir nehmen trotzdem mal ein bisschen was mit. Da sind noch Pilze, da liegt auch noch irgendwas. Und ich glaube, da kommt gleich... Ja, hier sind die giftigen Dämpfe. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Okay, und hier sind auch noch... Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Okay, Frage ist, wo haben wir das Gegengift? Haben wir das irgendwo, ist wahrscheinlich questrelevant. Rose der Erinnerung, wo haben wir denn das Gegengift? Wie können wir das denn jetzt einnehmen? Xenogloss, Talisman, haben wir hier ein paar Haken, das ist auch sehr schön. 29, ach Geisterstaub. Wo haben wir denn das Gegengift reingeballert? Das finde ich doch hier nie wieder. Puh. Trinke das Sporengegengift. Das würde ich ja gerne machen. Ich speichere mal eben. Wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Trankfiole. Das ist einfach nur eine leere Fiole. Warum ist das nicht bei den Questgegenständen? Da wäre es doch am sinnvollsten aufgehoben. Zwergenschnaps können wir auch trinken, natürlich. Hätte ich auch nichts gegen. Monsterspeichel. Gegenstände sortieren wäre auch mal schön. Ich mache das mal gerade. Giftextrakt wird zur Herstellung. Ich will genau das Gegenteil trinken. Was ist das? Saft. Wasseressenz. Mondscherben. Ich weiß nicht, ob wir im richtigen Tab sind hier gerade. Basiliskengift, fünfte Essenz. Moderhautblut, haben wir auch schon ein bisschen was gesammelt. Neckarblut, Ghoulblut, Herzogswasser, auch köstlich. Ein köstliches Kaltgetränk, Zwergenschnaps, immer wieder gut. Öl. Wir müssen die Öle echt mal verwenden, nicht nur mit uns rumschleppen. Werwolf-Absud, Absud, Waldkauzdonner, Katze, Goldener Pirol, schwarzes Blut, weißer Honig, der Weißwein, hier haben wir das übliche Gesöff. Hier unten die magische Lampe. Ich könnte auch einfach ein Bier trinken stattdessen. Wo ist denn dieses verdammte Zeug? Meister Wysimas, Trank aus Vitalitätsregeneration, Wo ist denn das? Ich finde diese Fiolen einfach nicht. Hier sind Waffen, da brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Warum sind die nicht hier? Silberner Becher. Und hier sehe ich sonst auch gar nichts in der Richtung. Bin ich doof? Sehe ich die einfach nicht? Trankfiole. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Ich bin verwirrt. Wasserflasche, Hühnerbrötchen würde ich auch gerne, Naschwerk auch sehr köstlich. Hilft uns momentan nur leider nicht sehr viel weiter.
Da ist noch die Zeichnung vom Kinderdingens. Samum, Fackel, Werwolf, Absud, schwarzes Blut, lalala, Donner. Haben wir alles schon, haben wir schon durchgeguckt. Wo ist denn das Gegengift? Na toll. Okay. Nein! Da, ah, ich wollte gerade doppelklicken, um es zu trinken. So, wie kann ich Nummer 1, ne? Nein. Mit F kann ich das eine. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Entschuldigung, Tastatur und Maus. Es tut mir echt leid, dass ich hier nochmal nachgucken muss, wie man jetzt auf Platz 1 und 2 die Sachen benutzt. Schwalbe war ja F. Tastaturzuweisung. Das weiß ich immer noch nicht, wie man die Sachen benutzt. Das haben wir noch nicht gemacht. Auf Tastatur und Dingens. Lalalala. R. Okay. Und ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Ach, guck mal da hinten. Gegengift hält ein paar Minuten. Okay. Ach komm. Ja, wollt ihr da wirklich hin? Das ist ein merkwürdiges Zischen. Das hört sich fast schon überirdisch an. Okay, weißt du was? Obwohl, das ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir das hier benutzen. Ich gehe mal ganz kurz raus. Nee. Hilft dir tatsächlich gar nicht. Okay, ich dachte, vielleicht können wir das igniten. Hallo? So, gucken wir uns mal die Rohre an. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Okay. Da war doch noch was unten. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Kronen. Ah, ganz klein. Wir müssen also auch Acht geben auf die kleinen Sachen. Zum Beispiel das da. Ach so. Das da meine ich natürlich. Was ist das? Ein Ring? Und ein Ring. Rittersporns Leute waren entweder ungeschickt oder sehr in Eile. Ich vermute mal sehr in Eile, weil so im Raub muss das ja zack zack gehen. Das ist ja nicht mal eben jemand das Portemonnaie klauen und selbst das muss ja zack zack gehen. Da ist ein weiteres Schmuckstück. Und da liegt ein Toter. Nicht noch eben gerade irgendwas? Das ist bestimmt der Florence, oder wie der heißt, ne? Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Genau, genau, den meine ich. Und da hinten sehe ich auch noch eine Quest. Ah, ne, die Quest ist oben. Eine habe ich ausgelassen, ist mir gerade egal. Ich würde gern wissen, wo es hier jetzt weitergeht. Hier ist der Schläger. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Hier ist eine Sackgasse. Ich gucke trotzdem mal rein. 3 Minuten 25 hält das Gift noch. Da hinten geht es weiter, wie ich gerade sehe. Und hier sind wir wieder nicht alleine. Mal ganz kurz gucken, was mit dem da hinten auf sich hat. Warum steckt er die Waffe nicht weg? Da
das ist erstmal er hier. Aber hier saß noch einer. Hier ist noch was. Noch so ein glitzernder Schnickschnack. Als hätte jemand eine Spur gelegt, fast schon. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ich muss die Leichen verbrennen, sonst verschwinden die Ertrunkenen nie von hier. Die Leichen verbrennen? Können wir das denn? Mit E geht's nicht. Vielleicht so. Okay, das scheint geklappt zu haben. Ich laufe nochmal ganz kurz zurück. Gegengift hält noch 1,38. Und ihn hier... Jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich woanders fressen. So, das haben wir mal schnell gemacht. Gut, die Ertrunkenen sind eh weg. Tabakspfeife, warum auch immer die hier liegt, ich habe keine Ahnung. Gehört wahrscheinlich nicht zum Schatz. Da geht's weiter. Geht's eben nicht weiter. An. Ein großes, rundes Nichts. So, Gegengift hört gleich auf, aber wir sind jetzt auch den Sporen nicht mehr ausgesetzt. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, was hier oben ist. Das gehört natürlich zu meiner Rolle als Erkunder immer dazu. Ich bin der Erkunder, ich zeige dir schöne Wunder. Wie zum Beispiel... Mehr von der Kanalisation. Das ist echt ein Wunder, dass man es hier aushält. Jetzt nimm doch mal auf. Auf zu boxen, Junge. Ich mache jetzt mal Doppel-E, nicht irgendwie mit Maustaste. Verschlossen. Schade. Da kann ich aber auch nichts sehen. Na gut, eine Tonne, aber das heißt noch nichts. Ich glaube, bei den Tonnen ist es nicht so, dass die manuell befüllt wurden. Sondern, dass die einfach random immer so kleine Sachen enthalten. Okay, zwei von den Tränken haben wir noch. Kann sein, dass wir gleich wieder einen brauchen. Na, wir sind da noch nicht fertig, wie es auch. Ach, da liegt noch was. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach... Wivernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Wie, mehr gibt's hier unten nicht? Lass uns doch mal wenigstens gucken, wo wir hier rauskommen. Ah. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Oh. Verbesserter Rennsattel. Ach, wir müssen mal den Rennsattel austauschen. Übrigens fällt mir da gerade ein. Warum auch immer hier jemand einen Rennsattel versteckt, ich weiß es nicht. So, dann laufen wir den Weg mal zurück. Warum? Ach so, da lang. Warum auch immer es hier so zischt, ich habe keine Ahnung. Ich dachte gerade, den Händler. Aber der ist ja eine Etage höher. Ach, das ist unser Freund da hinten. Hier ist natürlich abgeschlossen. Ist ja klar. Nicht, dass wir da aus Versehen hinrennen. So, halt, nein, da durch die Tür.
da lang. Leiter hoch, ab ins Bad und dann sagen wir mal Herrn Reuven Bescheid. Schade, die Leichen sind alle weg. Waren die nicht hier im Badehaus? Ich wollte die noch ausplündern. Ärgerlich, naja. Hier liegen noch zwei immerhin. Was für ein schönes Häuschen. So, bisschen Schnaps, bisschen Beil. Ach, warum nicht? Pflücken wir noch mal ein paar Blümchen ab und dann gehen wir ganz gemütlich. Gehen wir ihm jetzt mal Bescheid sagen, dass es da unten nach Karamell riecht. Aber so richtig viel gefunden haben wir jetzt auch nicht. Nicht sehr befriedigend. Happen, weißt du noch irgendwas? Oh. Ach, der schläft. Jetzt kratzt er sich am Kinn. Wir pflücken mal die Blümchen hier weg. Mal so testweise, was findet man hier so in den Regal? Nichts. Naja, ich hab's wenigstens probiert. Okay. Dijkstra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Folgendes. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Eieiei. Mehrere Sachen sogar. Fangen wir erstmal mit den kleineren Sachen an. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe. Hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalrappen gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Vielleicht fällt ja was vom Boot runter oder beim, ja, beim Beladen bringt uns nichts. Wir wussten ja, also wir wissen ja, dass da beladen wurde. Und alles absuchen geht ja auch nicht, jede Küste hier. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Ich mag, dass das hier so ein bisschen... Na, die sind so ein bisschen kernig und er ist so ein zynischer Bastard einfach. Ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie manchmal sympathisch. Es tut mir echt leid. So ein bisschen wie beim Joker von Batman. Ist ein Arschloch, ist widerlich, aber ist irgendwie dann trotzdem sympathisch auf seine beschissene Art und Weise. Ja. Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser.
Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Dazu müsste aber jemand wissen, dass im Rohr auch so ein Siebgitter ist oder so ein Filtergitter. Das müsste ja auch jemand wissen. Es sei denn, ach ja, das war ja unten. Das kleine Gitter war von diesem Rohrauslass, wie die Rohre, die wir gesehen haben. Und da wurde ja dann irgendwie gefiltert, was total dämlich ist, weil dann ja irgendwie jeglicher Unrat da hängen bleibt. Und wie kriegst du das dann raus? Es sei denn, du reinigst die Gitter regelmäßig. Ja, ist okay. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Genau das meine ich. Findet man Rückstände im Wasser oder vielleicht Kratzspuren? Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay, suche in den Nebenräumen des Badehäuses. Untersuchen. Hier ist nichts. Okay. Entschuldigung. Da ist eine Ölspur drauf. Aber wenn er schon gestern kam, warum wurde das Wasser denn nicht gereinigt? Das muss doch aufgefallen sein. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Sonst irgendwas hier? Nee, ne? Da ist noch was. Der Abfluss. Silberdeckel. Ah. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Okay. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Na gut. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Bauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Ich kenne einen, der sich sehr gerne verkleidet. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Ich hätte das mit dem Ton auch mal sagen sollen. Darf ich mal durch? Du alte Qualle. So, jetzt habe ich es ihm wiedergegeben mit dem Ton. Okay, also deswegen auch der junge Mann, der sich sehr gerne verkleidet und in fremde Rollen schlüpft. So,
auch wieder schön Tageslicht zu sehen. Also abgesehen davon, dass es echt schön ist, schön, mal wieder Tageslicht zu sehen. Kanalisation, Dungeons und sowas, schön und gut. Aber ich mag das bei Rollenspielen lieber, hier so rumzulaufen. Oh, ist das schön. Die wollten uns kaum über den Ponta lassen. Und diese Gestalten lassen sie rein. Skandalös. Hui! Wenn man die Stadt nur verlassen kann. Platz des Hierarch. Ja, hier sind immer noch die Hingerichteten. So, wenn wir schon mal hier sind, ich gehe mal ganz kurz zum Rüstungsschmied. Hey! Erstklassige Schwerter. Ich dachte Rüstungen. Kannst du eine Rüstung in Meisterqualität anfertigen? Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Ja, den kennen wir. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Den haben wir schon getroffen. Na gut. Zeig mal, was du anzubieten hast. Eigentlich will ich hier nur ein bisschen kappeslos werden. Wir wiegen nämlich wieder sehr viel. Der 1900. Sehr gut. Guter Mann. Weiß nicht genau, ob Rüstungsschmiede auch viel für Waffen bezahlen. Das kann ich gerade nicht sagen. Dann müsste ich mal vergleichen in einem ruhigen Momentchen. 20, 10, naja, so toll ist das hier nicht, aber das sind ja auch nur die Standardwaffen, die wir hier den Leuten abnehmen. So, hier sind wir gereinigt. Was haben wir denn hier? 45 Ausdauer, 50 Ausdauer, überlegener Rennsattel, 97, den können wir auch mal verkaufen. Und den Sattel müssen wir mal dran knüpfen, ehrlich gesagt. So, hier können wir wahrscheinlich nichts verkaufen. Schlüssel mit chimärischer Lilie, ich frage mich, wo der Zug wieder gut ist. Silber würde ich gerne behalten, wiegt aber eine Menge. Wiegt echt eine Menge, bringt viel Kohle, würde ich gerne behalten. Goldring wiegt nicht so viel, können wir aber zerlegen. Und Smaragdring, ja, den können wir verkaufen. Magischer Gegenstand. Na komm, ciao. 10.000 haben wir jetzt. Ach, warte mal. Zeig mal, was... Das können wir nochmal schnell machen. Was hat er denn? Plus 3, plus 33 ist aber schon ordentlich. Plus 33 und auch mit Zerschmettern und Pipapo. Da haben wir jetzt gerade die neue Rüstung. Ich hätte vielleicht vorher mal bei Händler gucken sollen. Plus 7 mit zwei Hosenplätzen. Plus 174 Vitalität. Schön. Ja, ich glaube, dann so ein Ding nehme ich mal mit. Plus 4. Das Höschen nehme ich mal mit. Hat zwei Sockelplätze. Plus 9, plus 10. Durchbohren, zerschmettern, aufschließen, kritische Trefferchance, auch sehr gut. Plus 5% Chance auf Bonuskräuter ist mir fast, ehrlich gesagt, Wumpe. Also nicht nur fast, ist mir relativ Wumpi-Wump. Plus 5 mit Sockelplatz. Assassinenstiefel. Ich weiß aber nicht, was wir gerade für welche haben. Jetzt haben wir nur 6.800, das ging ja natürlich relativ zügig. Waffen könnten wir dann theoretisch auch mal beim Händler gucken. Ja, ich denke, das ist okay. Bis dann. So, ach Mann, da muss ich, das muss ich mal entsockeln lassen dann, weil ich würde gerne die Axiglyphe, obwohl die Axiglyphe in der Rüstung, weiß nicht, ob ich die behalten will. Hose, flotte Jeanshose, Handschuhe sind eh nicht gesockelt. Da haben wir jetzt die besseren. Bonuskräuter ist, glaube ich, der gleiche Cup, ist nur mehr Rüstung. Okay. Die Hose, ja, ich denke, das war auch ein sehr guter Tausch. Ansonsten... Verdammt, ich hätte die Rune noch ein bisschen behalten sollen. 10 Rüstungsdurchbohrung ist aber fürs Schwert. Was haben wir denn hier? Irden, Zeichenintensität, die Igni-Glyphen... Weiß ich nicht. Diese kleinen Glyphen will ich eigentlich gar nicht drin haben, wenn ich ehrlich bin. Die bringen zwar ein bisschen was, aber ich bilde mir immer ein, wir finden gleich noch größere Glyphen. Ich weiß nicht warum, ich bilde mir das immer ein. So, hier. Sattel tauschen wir auch mal aus. Wo ist ein anderer Sattel jetzt? Ach, da. 45, okay. Erstklassige Schwerter. Ja, komm. Zeig mal, was du anziehst. Dann verkaufe ich zumindest schon mal das hier und das da. Die Glyphe würde ich schon gerne rausholen. Einfach so halbwegs aus Prinzip. Den Sattel für 97 kann man noch verkaufen. Hier habe ich mal einfach verscheuert.
So, tschüss. Bis dann. Mit dem Schleifchen ist auch allerliebst. Aber sieht zum Glück nicht mehr ganz so schäbig aus. So. Nimm dich in Arm. Schnauze. Und da geht's weiter. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Das Haus an sich ist, glaube ich, schön, aber die Fenster sind verrammelt. Offenbar müssen wir hinten rum rein. Mann von Hacker. Ach du Scheiße, der Hacker ist schon da. Wie lustig der aussieht. Achso, jetzt nicht mal ganz so lustig. Offenbar hat der Hacker hier schon angefangen aufzuräumen. Und die Zwerge rotzen den ganzen Hof voll. Abgeschlossen, na, großartig. Wird die wahrscheinlich irgendwo reingehen? Da geht's wahrscheinlich rein. Müsste eigentlich pissen gehen, aber ich wird mein Arsch. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Dann profitieren wir doch beide. Hört sich gut an, aber... Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Ach, scheiße. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Und am besten noch vor Hacker. Die Banden von Novigrad. Schönes Leinen, da liegt er hier ganz gut. Offenbar kann man hier noch ein bisschen was, bevor wir... Das können wir heute nochmal schnell machen, oder? Ich weiß, ich habe hier natürlich auch... Ich gucke hier natürlich auch auf die Uhr, genau wie du. Zeit ist natürlich die Wunder... Was? Ach, die Wunder, das haben wir schon gelesen. Ich erinnere mich dran. Quasi arabische Nächte. So, da ist noch ein Fässchen. Zwergenschnaps ist immer wichtig, den brauchen wir immer. Egal wie viel. Müsste eigentlich pissen gehen, aber dann wird mein Arsch nass. Du sollst auch vorher die Hose ausziehen, bevor du pisst. Müsste eigentlich pissen gehen, aber... So, trifft die Zwerge von Hacker vor dem Casino und vor der Arena. Eieiei, wo sind wir da nur reingeschlittert, frage ich mich. Wo sind wir da nur reingeschlittert? Schuhe verdreckt. Und da schlittern wir direkt in den Endscreen hinein. Natürlich, natürlich, was ist hier nur los? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen die Hauptquest verfolgen und jetzt sind wir hier in irgendwelchen komischen Intrigen. Ich würde ja sagen politische Intrigen, aber obwohl es stimmt ja schon. Es sind so die politischen Intrigen der Unterwelt sozusagen. Wir haben mehrere Unterweltbosse und jeder versucht sein Schärflein für sich zu beanspruchen. Und jeder versucht natürlich die anderen zu bevorteilen oder... Ja, doch heißt das so? Heißt das so, wenn man sagt, die anderen zu bevorteilen oder sich selbst zu bevorteilen? Eigentlich sich selbst zu bevorteilen, sich selbst einen Vorteil gegenüber den anderen zu verschaffen. Und offenbar Hurensohn Junior ganz vorne mit dabei.
wurde Onkelficker genannt. Ob man da so allergisch reagiert direkt, weiß ich nicht, weil eigentlich bist du ja in der Unterwelt einiges gewohnt. Wir merken ja schon den kernigen Ton, alle sind zynisch, alle so... Und ich glaube, der Hurensohn Junior, da müsste ja genauso sein, alleine vom Namen her. Also, wenn man den Onkelficker nennt, dann dürfte es eigentlich nur ein Schulterzucken oder Lachen geben, mehr nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es weitergeht. Wir werden erstmal gucken. Wir gehen erstmal ins Casino oder machen wir die Hauptquest weiter oder folgen wir erstmal ins Casino, suchen wir erstmal Hurensohn. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß nicht, ob wir irgendeine Reihenfolge beachten sollten. Bin momentan ein bisschen überfragt. In der nächsten Folge entscheiden wir uns ganz spontan. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und gehabt euch wohl.